Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin Dr. Manuela Lamberti von Autoimmunheilung von innen und ich begleite als ganzheitliche und traumasensible Online-Gesundheitscoach feinfühlige Frauen mit Autoimmunerkrankungen und/oder Erschöpfung. Und im heutigen Video möchte ich mit dir anschauen, wie du heilsam mit Triggern umgehen kannst. Und wieso ist dieses Thema potenziell wichtig für dich? Du weißt ja vielleicht schon, dass ich glaube, und die Forschung zeigt das auch immer klarer auf, dass die Ursache von Autoimmunerkrankungen oder Erschöpfung bei feinfühligen Frauen ein Trauma ist. Und Trauma führt immer zu dissoziierten, also verteilt, abgespeicherten, nicht chronologisch, nicht systematisch, irgendwo verteilt, abgespeicherten Fragmenten, die triggerbar sind. Und wenn diese Fragmente getriggert werden, dann flammen sie auf und kommen aus dem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein als Flashbacks. Mehr zu Flashbacks, das ist nämlich eine größere Bandbreite, als man das gemeinhin denkt, wenn man dieses Wort verwendet. Also mehr zum Thema Flashbacks und wie du damit arbeiten kannst, findest du in den ersten drei Videos, die ich hier unten verlinke, also Trauma und Erinnerung Teil 1 und 2. Und so arbeitest du mit Flashbacks. Das sind die drei Videos. Die Links findest du unten stehend. Und wenn du erkennst, dass Flashbacks von Triggern ausgelöst werden, hilft dir das vielleicht zu erkennen, dass das, was du da erlebst als Körperflashbacks oder als emotionale Flashbacks, nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern eine alte Geschichte ist. Das ist ein erster großer Schritt für die Heilung. Und das gibt dir zudem die Möglichkeit, die Verantwortung für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit, deine Heilung von innen zu übernehmen, also zu dir zu nehmen und nicht mehr andere zu beschuldigen, wenn du getriggert bist. Das ist ja so die gewöhnliche Reaktion. Wenn ich getriggert bin, habe ich das Gefühl, da muss irgendwo ein Schuldiger sein, der das in mir ausgelöst hat. Wenn ich aber erkenne, das hat etwas mit meiner Vergangenheit zu tun und nicht mit den Menschen oder Situationen, die jetzt hier in meinem Leben oder jetzt gerade da sind, dann kann ich die Verantwortung zu mir nehmen. Für mich, für mein Wohlbefinden und erwarte auch nicht mehr, dass andere mich gesund machen, sondern habe es in meiner Hand. Und deshalb ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie du Trigger erkennen kannst. Trigger kannst du erkennen, wenn du von, ich sag mal, 0, nichts aus dem Stresstoleranzfenster gejagt wirst, ohne dass da wirklich eine Gefahr real hier und jetzt vorhanden ist. Und das sind jetzt vielleicht ein paar Worte dabei, die du noch nie gehört hast. Stresstoleranzfenster und dass es dich da rausholen kann. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dann empfehle ich dir mein Video, was definiert die Größe deines Gesundheitsfasses, anzuschauen. Da erzähle ich oder zeige auf, wie das Konzept des Stresstoleranzfensters aufgebaut ist, was da die Elemente sind und was es bedeutet, innerhalb des Stresstoleranzfensters zu sein und was es bedeutet, oberhalb, außerhalb des Stresstoleranzfensters zu sein und was es bedeutet, unterhalb, außerhalb des Stresstoleranzfensters zu sein. Und es ist egal, ob es dich jetzt rauf oder runter katapultiert, wenn du getriggert bist. Es ist außerhalb des Bereichs, wo du dich wohlfühlst, wo Heilung stattfinden kann, wo Traumaintegration stattfinden kann. Das ist das Stresstoleranzfenster, wo all das Gute stattfindet. Und wenn es dich rauskatapultiert, hat das zwei Gründe. Entweder ist real eine Gefahr oder sogar eine Lebensgefahr vorhanden, dann ist das ein gesundes Verhalten und
Es ist gut, dass dein Stresssystem aktiviert wird und sucht, welche Lösung ist jetzt möglich. Wenn es dich rauskatapultiert, ohne dass da wirklich eine Gefahr, deine Lebensgefahr sogar vorhanden ist, dann ist das auch ein gesundes Verhalten, weil es hat dich damals gerettet. Aber es ist jetzt nicht mehr ein hilfreiches Verhalten und deshalb ist es so wertvoll, diese zwei Dinge zu unterscheiden, also ist real Gefahr da, ist das Verhalten meines Stresssystems angemessen für die Situation oder die Beziehungsinteraktion, die gerade stattfindet, oder ist da etwas too much, was nicht falsch ist. Wie gesagt, es hat alles einen Grund und es ist richtig und es war vermutlich lebensrettend in der Vergangenheit und es ist jetzt nicht mehr hilfreich, weil es dich krank macht, wenn du immer wieder aus dem Stresstoleranzfenster gejagt wirst, weil außerhalb des Stresstoleranzfensters findet keine Heilung statt. Weder Traumaintegration noch körperliche Heilung. Und deshalb ist es so wertvoll, innerhalb des Stresstoleranzfensters zu bleiben. Wenn du also bemerkst, dass es dich regelmäßig rausholt aus dem Stresstoleranzfenster. Ich sage jetzt immer nach oben, weil das ist meistens der erste Schritt. Und wenn es dann nach unten geht, ist zuerst oben und dann unterhalb des Stresstoleranzfensters. Aber wie gesagt, das findest du alles, die Informationen im Video, was definiert die Größe deines Gesundheitsfassens. Also erster Schritt ist, wenn gehst du raus aus dem Stresstoleranzfenster, ohne dass real Gefahr besteht. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dich etwas getriggert hat und du da rauskatapultiert wurdest. Es klopft gerade da hinten irgendwelche Nachbarn von meiner Praxis, hämmern gerade, also nicht, dass du irritiert bist. Genau. Um dann die Trigger real zu erkennen, braucht es ganz viel liebevolle Achtsamkeit und eben auch Traumawissen, das ich dir hier über diese Videos schenke, weil du erkennst dann zuerst einmal, dass du getriggert bist, wenn du erkennst, dass es dich rausholt aus dem guten Bereich, aus dem heilsamen Bereich, aber du erkennst noch nicht, was es war. Und um das erkennen zu können, braucht es zuerst einmal wie eine Basisarbeit. Also neben Achtsamkeitsentwicklung braucht es, dass du wirklich deine Ressourcen stärkst, dass du auch diverse Themen wirklich gut halten kannst, dass du Selbstregulation lernst. Das heißt, wenn es dich rausholt aus dem Stresstoleranzfenster, was brauchst du, um wieder reinzugehen in Stresstoleranzfenster? Das bedeutet Selbstregulation. Und dass du lernst, im Hier und Jetzt verankert zu bleiben, whatever. Wenn es nicht Lebensgefahr oder Gefahr ist, dann ist klar, dann ist es gut, dass wir rausgehen aus dem Stresstoleranzfenster und schauen, was braucht es hier an gute Lösungen, um dich wieder sicher zu fühlen. Wenn du diese Basisarbeit gemacht hast, Ressourcen stärken, Selbstregulation lernen, dich im Hier und Jetzt verankern, dann kannst du langsam anfangen, die Trigger zu erforschen, um sie besser zu verstehen. Und da ist es hilfreich, wenn du mal so schaust, in welchen Situationen schleudert es dich immer wieder raus aus dem Stresstoleranzfenster. Und dann zu erkennen, was war vorher. Und vielleicht erkennst du da immer eine Gemeinsamkeit, also vielleicht ist die Situation ein bisschen unterschiedlich oder die Interaktion bei dem Menschen oder es sind unterschiedliche Menschen, mit denen du in Interaktion bist. Aber vielleicht erkennst du, wenn du merkst, ich gehe jetzt ohne erkennbare Gefahr außerhalb des Stresstoleranzfensters, was ist vorher geschehen? Und das ist der Trigger. Das heißt nicht, dass die Menschen oder Situationen etwas falsch gemacht haben. Das heißt nur, dass du triggerbare Anteile in dir hast, die eben triggerbar sind. Und es gilt herauszufinden, was ist der Trigger. Und dann kannst du so ein bisschen erforschen,
Was hat das mit deiner Vergangenheit zu tun? Weil wenn jetzt keine Gefahr existiert und du gehst trotzdem raus aus dem Stresstoleranzfenster, dann ist es, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es etwas mit deiner Vergangenheit und nicht mit dir und jetzt zu tun hat. Und das gilt jetzt ein bisschen herauszukristallisieren. Und weil von frühkindlichen Phasen, Mutterleib bis drittes Lebensjahr, keine expliziten Erinnerungen da sind und die späteren Erinnerungen auch nicht unbedingt sehr verlässlich sind, ist es hilfreich, wenn man da natürlich ausreichend Traumawissen hat, um herauszufinden, was war da real. Und wichtig ist auch, dass du nicht unbedingt jetzt als erstes erfahren musst, was war damals, sondern es geht darum, auch dich zu erforschen, also wie reagierst du innerlich und äußerlich als Verhalten, wenn du getriggert bist? Was sind da an Körperreaktionen, an Gefühlen, an Gedanken, an inneren Bildern, wenn du getriggert bist, dass du da dich immer klarer und besser verstehen lernst und aufgrund dieser Informationen kannst du eher verstehen, dass da vielleicht vermutlich ein Bedürfnis übergangen wurde im Hier und Jetzt, das aber ein altes Trauma getriggert hat. Ich rede jetzt ein bisschen salopp, dass du es besser greifen kannst. Also im Hier und Jetzt ist scheinbar ein Bedürfnis nicht befriedigt worden, aber es hat damit zu tun, dass dieses Bedürfnis damals in deiner Kindheit nicht befriedigt wurde und es deshalb immer noch unterernährt ist, ein Gefühl von Leere da ist und du jetzt erwartest, dass die heutige Umwelt dieses Bedürfnis nährt, was aber nicht ihre Verantwortung ist. Es war damals die Verantwortung deiner Bezugspersonen, die es vermutlich nicht geschafft haben und es geht jetzt nur darum herauszufinden, welches Bedürfnis wurde übergangen und dann zu erforschen, was hilft dir jetzt, um dieses Bedürfnis zu nähren und dass es dir besser geht. Und damit du mit all diesen Erforschungen verstehen kannst, was es braucht, um die Trigger in deinem Leben immer mehr runterzufahren. Und es ist wichtig, ich habe es zu Beginn gesagt, es ist wichtig, dass du für all das die Verantwortung zu dir nimmst. Also auch für die jetzige Bedürfnisnachnährung. Niemand da draußen ist jetzt für dich die erwachsene Person verantwortlich. Das ist ganz wichtig, dass du das erkennst und verstehst, weil dann kannst du wirklich mit Trigger arbeiten und Trigger verwenden, um dich von innen her zu heilen. Und weil das nicht ganz ohne ist, also wenn man das selbst im eigenen Sumpf steckt, ist es so schwierig, die Themen zu erkennen. Und es ist so wertvoll, wenn man deine Metaebene-Perspektive einnehmen kann. Also entweder bist du schon so weit, dass du das bei dir selbst kannst. Und sonst ist es einfach extrem hilfreich, wenn du eine traumasensible Begleitung hast, die da von außen drauf schaut und mit ihrem Wissen, und ich bin auch medial, also auch mit dem, was ich aus deinem Energiefeld lese, kann ich dich unterstützen? Eine traumasensible Begleitung hat auch ihr Wissen und du hast da Indizien, die auf gewisse Sachen hinweisen. Und so kann man sich zusammen herantasten, was die Themen sind und was jetzt hilfreich wäre. Also es ist extrem wichtig und wertvoll, sich da begleiten zu lassen. Und die Basis bleibt auch bei einer traumasensiblen Begleitung. Zuerst die Ressourcen stärken und die Selbstregulation aktivieren und lernen. Und wie kannst du das Wissen aus diesem Video für deine Heilung von innen verwenden? Es ist mir ein großes Anliegen, auch weil ich selber die Erfahrung gemacht habe und mit ganz vielen feinfühligen Frauen mit chronischen Themen gearbeitet habe, ist es mir ein großes Anliegen, dass du verstehst, dass
Du als feinfühlige Frau mit Autoimmunerkrankungen oder Erschöpfung verstehst, dass es keine ultimative Schnellheilmethode gibt. Es ist Arbeit und es ist ein Prozess. Und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und diesen Prozess durchzugehen. Und der ist ganz individuell und der ist wirklich Arbeit. Ein Schritt nach dem anderen. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keinen Knopf und wusch ist alles weg oder die Ursache weg und dann kann sich dein Körper heilen. Es ist wirklich wichtig, dass du die Flashbacks integrierst, die Trigger auslaufen lässt und was es dafür braucht, dass dein System immer mehr das Gefühl von Sicherheit im Hier und Jetzt fühlt und interpretiert. Und die effizienteste Art und Weise, um das zu erreichen, ist eine traumasensible Heilung von innen. Also all das, was ich jetzt in dieser Videoserie mit dir teile, und es gibt keine Schnellmethode. Und deshalb ist es mir so wichtig, diese Videos zu machen, weil ich weiß es, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Ich kenne es von den Klientinnen, die zu mir kommen und das Gefühl haben, sie buchen ein Coaching und dann ist alles gut. Oder sie lassen sich einen Supplementenplan von mir erstellen und dann nehmen sie die Supplemente 3 bis 6 Monate ein und dann sind sie gesund. Das geht leider nicht. Trauma, frühkindliche Traumata sind sehr komplex. Im Entstehen und sehr komplex im Wirken. Und man muss das, darf das wie auseinander dividieren und ein Thema nach dem anderen integrieren. Und dann wird es nach und nach immer besser und es ist ein Prozess. Und so ist meine Motivation über dieses Video und alle anderen Videos, die ich in dieser Serie mache, dich zu motivieren, einmal mehr dich zu motivieren, dich dir selbst zuzuwenden und dir die Zeit zu lassen, die du brauchst für diesen wundersamen Prozess der Heilung von innen und eben auch, dass du die Tools kriegst, die du dafür brauchst und auch die vielleicht Erkenntnis, dass eine traumasensible Begleitung für dich wertvoll ist, weil frühkindliche Traumatisierungen sehr vieles damit zu tun haben, dass du nicht gelernt hast, wie heilsam integrieren, wie heilsam regulieren, wie heilsam in Beziehung sein, wie heilsam Leben gestalten geht und so weiter. Und dafür braucht es wertvolle korrigierende Erfahrungen, neue Erfahrungen, die du wunderbar in einer traumasensiblen Begleitung machen kannst. Ja, das war's für heute und ich hoffe, dass dieses Video für dich wertvoll war. Und wenn das so ist, dann freue ich mich sehr über ein Like und auch über einen wertschätzenden Kommentar für dich. Und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, damit du direkt informiert wirst, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich lade dich von Herzen gerne auch ein, dieses Video mit Menschen zu teilen, die davon profitieren können. Ich glaube, das ist so ein wertvolles Wissen, das in unserer Gesellschaft langsam durchsickert, aber noch nicht wirklich breit gefächert vorhanden ist. Und es ist so ein wichtiger Perspektivenwechsel, wie man versteht, was da los ist in einem und wie man es wandeln kann. Somit teile gerne dieses Video. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und freue mich auf dich beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.